Hallo Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht um China und ein eventuell großer Krieg, der mittlerweile ausbrechen kann. Unglaublich, was in China abspielt. Unglaublich, was sich im südchinesischen Meer abspielt. Es gibt neue Militärallianzen, von denen niemand etwas weiß. Hat sich nicht rumgesprochen und Fakt ist eines, wir stehen definitiv an so einer Klippe, dass es wieder weltweit zu Riesenturbulenzen kommen wird. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und jetzt legen wir richtig los und schauen mal, was in China los ist. Hannes, ich würde sagen, starten wir direkt ins Video. Ganz richtig, Benjamin. Bis zum Ende dranbleiben. Heute haben wir harten Tobak mit. Heute gibt es harte Informationen und das sollte jeder wissen, der auf diesen Winter vorbereitet ist. Benjamin, ganz am Anfang aber unbedingt den Kanal abonnieren, Glocke machen, nicht vergessen und natürlich schon gerne jetzt einen Daumen nach oben für dieses Video. Krieg mit China und das ist ein harter Titel, das sind harte Worte und viele wollen diese Kriegsschreierei gar nicht hören. Aber man muss eines ganz klar sagen, China bereitet sich auf einen Krieg vor. Und das wird belegt von vielen Faktoren. Während die westliche Welt, allen voran natürlich Europa, in ihren grünen Welttaumel noch vor sich hin wandelt und Putin nun nicht bittet, um etwas Gas zu bekommen, bereitet sich China und die östliche Welt auf etwas Großes, auf etwas sehr Großes vor. Und das wird auch von Fakten belegt. Ich habe mit relativ vielen Menschen gesprochen, ich bin auch in China, kenne ich viele Menschen, die dort Produktionswerke haben und die sagen mir alles ein dasselbe Bild. Aus allen Provinzen, aus allen Kontakten kommt dasselbe, dass die chinesische Regierung immer weiter untersagt zu produzieren, dass weitere Werksschließungen immer in anderen Bereichen an der Tagesordnung stehen. Und das Ganze wird dann gerechtfertigt damit, dass die Klimaziele erreicht werden müssen. Also Werke werden geschlossen, weil die Klimaziele von China erreicht werden müssen. Und das wird zwar auch die grüne Greta und ihren braun angehauchten Freund sehr, sehr freuen, dass sie mit der Kinderarbeits-T-Shirts dastehen, im Öko-T-Shirt, im kommunistischen Forum dastehen und schon das China feiern. Jedoch, glaube ich, würde ich da zu bedenken geben, dass es vielleicht auch einen anderen Grund hat, dass nicht unbedingt die Öko-Ziele der wahre Grund sind, warum China so vorgeht, die Energie sich einteilt, sondern dass andere Gründe hat. China kauft auch auf der ganzen Welt die Energie teilt zusammen. Also die ganze Kohle, was China irgendwie bekommen kann, lagert es, sei es aus Kasachstan, sei es aus der Mongolei und natürlich sogar aus den USA, wo aus dem Erzfeind sozusagen USA wird Energie zugekauft und das hat natürlich schon vorbereitende Wirkungen. Und wenn man dann noch weiß, dass derzeit von China, in China, von Ost nach West der Strom, die Energie umgeleitet wird, macht das schon ein eigenartiges Bild. Warum macht das ein eigenartiges Bild? Und zwar, weil im Westen von China die Waffenproduktion, allen voran die Atomwaffenproduktion, die Produktion von Schienenfahrzeugen und andere militärischen Einrichtungen liegt. Und dorthin wird die Energie umgeleitet. Ist natürlich alles nur ein Zufall, dass zur gleichen Zeit eine neue militärische Allianz gegründet wurde, die AUKUS, Australien, UK und USA. Da spricht natürlich niemand drüber, aber diese gemeinsame Militärallianz, glaube ich, macht das südchinesische Meer nicht unbedingt wahnsinnig viel sicherer für Fischerboote, auch nicht für China und China bereitet sich dahingehend natürlich vor. Das wird vermutlich auch der Grund sein, warum es mit Spannungen mit Frankreich und diversen U-Booten gab, dass man jetzt eben viel in Australien haben will. Man möge auch bedenken, wie derzeit die australische Regierung vorgeht gegen das Volk, wie hier mit starker Hand regiert wird, wie die Menschen vorbereitet werden. Und dann zur gleichen Zeit hören wir die Spannungen mit China. Wir hören, was in Taiwan los ist, wie sich Taiwan definitiv auf einen Krieg vorbereitet mit China. Und dann, glaube ich, braucht man nur noch eins und eins zusammenzählen, wenn die Straßenlaternen in China in der Nacht dunkel werden, wenn die Menschen vorbereitet werden auf einen kalten Winter, dass sie sich vorbereiten sollen, wenn Strom Rationierungen aller Industrien betreffen. Also wenn das nicht Vorbereitungen auf einen Krieg sind, wenn da nicht bei den Menschen die Alarmglocken klingeln und sich dann ablenken lassen, es geht ja nur um die Erreichung der Klimaziele und wir alle sind Transgender-Gut-Menschen, die im Reigen tanzen und sich freuen, dass wir so eine tolle Gutmenschengesellschaft haben, dann glaube ich, ist es relativ spät. Ich denke, wir sollten uns auch in Europa kräftig vorbereiten. Wir sollten vielleicht Putin und Russland nicht immer nur verteufeln, sondern auch die Chance daraus erkennen, auch wenn man nicht überall die gleiche Meinung haben muss. Aber ich denke, Europa wird von Russland diesen Winter sehr, sehr abhängig sein.
Hannes, unglaubliche Nachrichten, die du da bringst. Und Leute, ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, es ist Schluss mit eindimensionalen Denken. Man muss eben wirklich mehrdimensional denken. Das haben wir auch schon in sehr, sehr vielen Interviews ausgearbeitet, in unserem Buch ausgearbeitet. Wir befassen uns mit dem Zyklen, der Hannes und ich. Und es geht darum, dass wir aktuell am Ende eines ganz großen, gigantischen 4-Generationen-Rekordverschuldungszyklus sind. Immer am Ende dieser großen Zyklen kommt es zu geopolitischen Auseinandersetzungen. Das, was der Hannes hier erzählt, ist nichts anderes wie eine Bestätigung von dem, was wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren auch gedacht haben. Und jetzt leider spitzt sich die Situation hier massiv zu. Ein Krieg ist natürlich auch für jeden Politiker eine hervorragende Ablenkung, wenn es mit der eigenen Wirtschaft nicht mehr so gut funktioniert. Wenn vielleicht das Vertrauen der Bevölkerung bröckelt, dann haben wir schon die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten vorgemacht, was ein Krieg auslösen könnte. Hannes, und da möchte ich vielleicht eine Grafik jetzt noch zeigen, die höchst spektakulär ist, denn in dieser Grafik sehen wir hier ganz klar, wie krass verschuldet die chinesischen Haushalte eigentlich wirklich sind. Da sieht man eigentlich, was eben das durchschnittliche Apartment kostet in China mit dem jährlichen Einkommen. Man muss hier 46 Jahreseinkommen in Shenzhen, 45 in Hongkong, 41 in Peking, 36 in Shanghai und in Guangzhou 30,5 Jahreseinkommen für ein durchschnittliches Apartment bezahlen, damit man überhaupt noch ein Eigenheim hat. Schaut man sich bitte an, wie es in San Francisco, New York, Paris, Singapur, London ausschaut. Ich glaube, eindrücklicher könnte es nicht sein. Die chinesische Wirtschaft hat ein Riesenproblem. Der Immobiliensektor wankt, wie wir alle wissen, durch Evergrande. Ich glaube, man kann das Ding gar nicht mehr aufhalten. Aber Hannes, die Ablenkung würde definitiv perfekt passen. Ganz richtig, Benjamin. Und eines sollte man auch bedenken, diese Inflation, die ist auch ein Mittel des Kriegs. Und natürlich liebt es China, die Kriegskunst auf vielen Ebenen zu führen. Und vielleicht fallen da gar nicht in diesem Krieg die Bomben so klassisch, wie wir es aus den Geschichtsbüchern kennen, sondern vielleicht wird dieser Krieg ganz, ganz anders geführt. Und dort sollte man in viele Richtungen offen denken. Faktum ist eines, Benjamin, auch hier in Europa, in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz allen voran, explodieren die Preise. Und das ist auch eine Form der Kriegsführung. Denn wenn die Preise einmal steigen, wenn die Nahrungsmittelpreise kräftig steigen und sich die Großteil der Bevölkerung schwer tut, die Wohnungsmieten zu bezahlen, die Energiepreise zu berappen und dann auch noch Nahrungsmittelengpässe hat, dann ist das Gemisch da, dass man keine Bomben braucht von einer fremden Nation, dass sich das Volk mehr oder weniger dann selbst zerstört. Und wenn ich mir anschaue, Benjamin, wir haben beim Kaffee bereits Steigerungen von plus 14% beim Konsumenten, bei Zucker, Getreide plus 40% Preissteigerungen. Nestle und Henkel haben angekündigt, dass sie im Schnitt in den nächsten Monaten die Preise um 10% erhöhen werden. Die Nudelhersteller, die großen, haben angekündigt, dass sie die Preise 19-25% erhöhen werden. Und das ist nur eine vorübergehende Inflation, Benjamin, da ich glaube, wir sollten uns nicht so einkochen lassen, wir sollten uns vorbereiten auf das, was kommt. Das, was da kommt, wie gesagt, wir sind mitten in diesem Umbruch drinnen. Man kann sich vorbereiten, man kann es sogar, wenn man alles zusammenzählt, wenn man eben Mindset, Skillset, Realwirtschaft, Märkte, Politik, alles wieder zusammenfasst, wenn man aufhört mit dem Trennenden, das in den Vordergrund stellen und das in allen Bereichen, sei es im Sozialen, sei es aber auch vom Wissen her, wenn man es wieder verbindet, dann glaube ich, kann man sich nicht nur vorbereiten auf das, was kommt, sondern dann kann man auch diese großen epochalen Chancen, die da vor uns liegen, nutzen und dann kann man eine neue Welt, eine bessere Welt aufbauen. Und dazu sind wir berufen, diese Aufgabe haben wir. Ich glaube einfach, wir sind in dieser Zeit, um eben dieser Verantwortung auch irgendwo gerecht zu werden und das gerne zusammen bei einer unfassbar tollen Community bei Invest in Best. Wir haben gerne den Life Changer Kurs, den Bitcoin Special, alle Chancen, die vor uns liegen, auch aufgeweitet und nutzen wir die gemeinsam, dann können wir, glaube ich, viel erreichen. Hannes, Wahnsinn, es bleibt spannend, wie du richtig sagst. Die Ölpreise gehen durch die Decke, Goldpreise werden durch die Decke gehen, was das Zeug hält. Die Inflation explodiert. Wir erleben keinen langsamen Anstieg der Inflation, sondern einen Cobra-Effekt der Inflation. Deswegen, Leute, es ist wirklich Zeit, Gas zu geben, sich vorzubereiten für diesen doch sehr unglaublichen Winter, der uns mittlerweile bevorsteht. Und ich sage wie immer zum Ende dieses Videos, abonniert unseren YouTube-Kanal, ganz, ganz wichtig. Wenn jemand auf die Mitgliedschaft Lust hat, hier unter diesem Video. Und sonst freuen wir uns wieder morgen aufs nächste Video. Vergesst nicht, dass gerade dieses Jahr die Generationenzyklen ganz bestimmt nicht schlafen werden. Seien wir wachsam, schauen hin, wo die Dinge in Wahrheit passieren und dann nutzen wir gemeinsam die Chancen daraus. Bis morgen und besten Dank fürs Zuschauen. Tschüss.